Schaut mal, was da kommt. Da kommt ganz viel. Was kommt hier? Hier kommt auch ganz viel. Nein, 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 nein. Nicht hierhin. Hierhin ist böse. Warum ist das hier so? Warum? Hä? Okay. Weil das hier aufhört. Und wieso hört das hier auf? Weil das da nicht runterkommt. Und wieso kommt das da nicht runter? Moment. Irgendwas läuft doch hier mal gerade wieder. Sowas von überhaupt nicht so. Ach! Da fehlt ein Pisten. Oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Wartet mal. Irgend so ein Volldepp meinte da, oh, ich muss mal irgendwie jetzt so langsam irgendwie, Ja, läuft schon gleich um einiges besser. Mhm. Kann man so lassen. Mensch, das haben wir wieder wirklich gut gemacht, außer dass das hier so überhaupt nicht passt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn hier, wenn wir das Ganze jetzt, also ich zeige euch mal, wie wir das jetzt machen. Am besten hier wieder irgendwie rauskommen, ich will hier raus. Ah, auf ewig verdorben. Nein, wirklich, ich will jetzt hier, könntest du mich jetzt hier mal bitte, könntest du das jetzt mal bitte, Moment. Ach, was mache ich denn hier? Das bringt mich doch... Shit. Auch nicht weiter, wollte ich sagen. Schau mal, mache ich hier gerade mehr kaputt, als dass es mir was bringt, Mann. Okay. Okay, wir kommen hier so irgendwo wieder raus. Hab ich doch gesagt, dass wir hier wieder rauskommen. Jetzt müssen wir nur noch hinter uns wieder alles dicht machen. So. Und nie hat es irgendeiner gesehen. Und wer ihr petzt. Na? Da gibt's Ärger. Und zwar gewaltigen Ärger, ne? Was dadurch resultiert, dass sie mir noch irgendwie was einfallen lassen. Für denjenigen, der petzt. Weil petzen, ne? Mag keiner. Es gab schon mal Petzen, ne? Die wurden erschossen. Und gehängt. Und, noch irgendwas mit denen gemacht. Ja. Also. Weiß Bescheid, ne? So. Denn das ist ja schon mal ganz praktisch, dass wir hier getrieben werden. Aber, was eher wie. Das ist eher weniger. Ja. Okay. Hier setzen wir jetzt erstmal wieder Wasser hin. Weil das haben wir ja jetzt 1A vergeigt hier. Dann können wir uns gleich wieder Steine mitbringen. Der Witz ist, ich glaube, wir müssen hier arg tricksen, befürchte ich. Dieses Tricksen, das wird nicht einfach. Wo kommen wir denn raus? Oh, das passt mir, glaube ich, sogar sehr gut, dass das so ist und nicht anders. So. Seht ihr was? Können wir nämlich hier ganz chillig, nachdem wir da hier mal das gleich gecleanstoned haben. Hehe, ein neues Wort gecleanstoned. Ja. Hm. So, mein Plan ist, dass das dann von hier so längs fließt. Okay, das können wir knicken, weil dafür ist das nicht. Also ist das zu lang. Ist, weil Wasser fließt ja nur 7 Felder. Okay, wir bauen hier erstmal wieder an. Da müssen wir uns wirklich nochmal was einfallen lassen. Das ist wahrlich... Oh. Oh. Oh, mir kommt... Oh, wir können... Oh, das ist natürlich... Das ist natürlich... Oh, eine ganz verwegene... Oh, das... Genau so machen wir das. Ich zeige euch gleich, was das... Oh, das A und O zu bedeuten hatte. Weil ich habe nämlich gerade gedacht, alle, die neben mir sitzen, haben das so gemerkt, es hat so gerochen, wie als wäre irgendwo mal so ein kleines Viech reingekrabbelt und dann gestorben und jetzt verbrannt worden. Natürlich nicht, aber trotzdem. Ja.
Mann, oh Mann, oh Mann. Die Welt ist im Wandel. Nicht nur unsere, sondern auch unsere richtige, so RL und so. Ja, ich weiß, Gamer und Real Life, ne, gibt's nicht, ne. Voll die Vorurteile. Eigentlich diese Vorurteile, ne. Also, man kann ja sagen, was man will. Aber es gibt Vorurteile, die sind teilweise kompletter Schwachsinn. Und es gibt dann auch wieder Vorurteile, wo man sich so denkt, ja, ja, genau so. Wie zum Beispiel, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, so, das ist jetzt wieder so der typische Vorführeffekt. Na? Als klassisches Vorurteil für die Deutschen fällt mir ein, tragen alle Lederhosen, reden ein bisschen komisch, ne? Und essen alle Weißwurst und trinken Maß Bier. Ne? So. Nichts gegen unsere netten Ausländer in Bayern, aber hey, kommt, ihr seid eine Minderheit. Nichts gegen Minderheiten, aber also irgendwie seid ihr schon ziemlich lütt, ne? Und irgendwie will euch auch keiner so wirklich haben. Ne? Naja, egal. Ich hab euch trotzdem lieb. Na, homo. Was wollte ich jetzt eigentlich? Mann, ihr bringt mich ja ganz durcheinander. So, also ich wollte auf jeden Fall meine Spitzhacke haben. Dann wollte ich noch ein paar von diesen netten Steinchen haben. Dann wollte ich noch Wasser haben, was sich allerdings, glaube ich, doch etwas als schwierig erweisen wird, weil ich fürchte, dass wir erstmal Platz schaffen müssen. Und dass wir diese 8 Goldnuggets haben. Was macht man mit denen? Kann man die eigentlich irgendwie irgendwo reinschmeißen? So in den Ofen oder so? Nee, kann man nicht. Was kann man denn aus den Dingern machen? Kann man damit irgendwie so was machen? Nee. Was kann man mit den Golden Nuggets machen? Ach, na egal. Ich raff's nicht. Ich bin zu doof. Immerhin habe ich es hingekriegt, jetzt endlich mal so nach 130 Folgen Pisten zu bauen. Jetzt weiß ich, ich habe ja vorher schon welche hingekriegt, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Weil das Rezept mir irgendwie so leicht abhanden kommt, so. Ups, wo ist denn jetzt das Rezept für diese komischen Teile? Ja, keine Ahnung. Wer hat's gesehen? Ich habe ein Fahndungsschreiben ausgehängt, aber nein, glaubt ihr, da antwortet auch nur irgendein Schwein drauf? Ja, es hat sogar ein Schwein drauf geantwortet. Wir können es ja mal eben besuchen gehen. Ja? Denn dieses Schwein ist legendary. Ja. Ja. 9 Kills? 9 Kills in League of Legends? Kommt das hin? Ich glaube ja. Dann ist man legendary. Wo ist unsere Sau eigentlich hin? Hier? Ja, hier war das. Hey, na, Schweinchen, wie geht's dir heute? Ich hab mir so gedacht, ich komme dich mal besuchen. Hey. Ach so. Ja, echt? Und? Wie geht's dir so? Hey. Oh. Du bist echt sauer? Ja, beruhig dich doch erstmal. Erzähl doch erstmal, was Sache ist. Ah. Okay. Und? Weiter? Oh, echt jetzt? Ah, das ist natürlich ärgerlich. Naja, gut. Aber auch für die wird wieder bessere Zeiten kommen. Naja, du, ich... Ja, ich weiß. Ich bin optimistisch. Und ich bin auch ein ziemlicher Optimist, aber trotzdem... Das passt schon. Ha? Kopf hoch. Ja, du hast ein ganz schönes Haus hier. Sieh das mal so. So schnell kann dir der Staat dein Haus auch nicht wegnehmen. Ja, komm. Klar gibt es da so ein, zwei Gesetze aus 1800. Schieß mich tot. Ja, nur unterbrich mich doch nicht andauernd. Naja, du, ich muss auf jeden Fall jetzt mal weiter meine Getreidefarm abbauen. Also beziehungsweise weiterbauen. Ja, wenn du möchtest, kannst du vorbeikommen. Muss nur sagen, wann? Na? Okay, bis dann. Tschüss. Ja, und während wir uns auf dem Rückweg machen, kann ich euch mal erzählen, was mir das Schwein gerade ihm erzählt hat. Und zwar, Hildegard, ich nenne es jetzt einfach mal Hildegard, hat mir gerade eben erzählt, dass seine Partei, die er auch angehört,
ja, naja, ihr kennt ja diese wöchentlichen, ja, Umfragen. Wen würden sie wählen, wenn heute Bundestagswahlen wären? So, und da hat seine Partei in den letzten Monaten relativ gut abgeschnitten. Jetzt, ja, ist nach langer Zeit wieder rausgekommen, dass sie es wohl nicht in den Bundestag geschafft hätten. Einige von euch werden jetzt bestimmt schon wissen, wovon das Schwein mir eben erzählt hat. Wir reden natürlich hier von der Piratenpartei. Die Piraten. Ja. Die haben wirklich nur noch 4%. Wir waren mal, pardon, für diese etwas doch rigorose Redeweise. Rigorose, egal. Waren die ja tatsächlich mal bei 8-12%. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, wie viel die jetzt tatsächlich mal gehabt haben. Auf jeden Fall war es mal verflucht viel. Für eine kleine, relativ neue Partei. Und auch europaweit gesehen. Waren es ja nicht wenig Anhänger, also Anhänger in Anführungszeichen, die gewählt hätten. Und zwar auch, ja auch haben. Und jetzt haben sie nur noch 4%. Okay. Da ist in den letzten Monaten ein bisschen scheiße gelaufen, ne? So von wegen kein Konzept und hat man nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, ich finde das nicht unbedingt schlecht an einer Partei, dass sie kein Konzept haben. Ich kann das auch ganz gut begründen, warum. Aus dem ganz einfachen Grunde. Jede Partei hat ein Konzept. Wie wir ja nun wissen, ist das demokratische System, in welchem wir ja auch leben, relativ träge. Weil es muss ja erstmal durch verschiedene Instanzen, damit etwas beschlossen wird. So. Worauf ich jetzt allerdings jetzt hinaus will, also wie das demokratische System funktioniert, denke ich mal, weiß jeder. Im Großen und Ganzen zumindest. Und jedes System, was erst mehrere Instanzen durchlaufen muss, um zu einer Entscheidung zu kommen, ist sehr langsam. Für alle, die sich wundern, warum ich ab und an doch sehr auf meine Wortwahl achte, ist der: Über Politik kann man sich viel streiten. Und auch mit der Politik kann man sich viel streiten. Und ja, auf jeden Fall, worauf ich letztendlich hinaus will, ist, dass das System, wie es ist, zwar demokratisch ist, also dass jeder wirklich mitbestimmen kann, aber im Falle eines Falles, eines unvorhergesehenen Falles, sind wir doch relativ. Also mein aktueller noch Klassenlehrer wird so ausdrücken: Wir werden dann ziemlich gefickt. Nicht etwa, weil unser politisches System scheiße ist. Nein, aus dem ganz einfachen Grunde, weil es einfach zu langsam ist. Schnelle Entscheidungen können nicht wirklich getroffen werden. Zumindest nicht aufgrund von demokratischen Wahlen und hast du nicht gesehen. Und dann am besten noch einen Volksentscheid draus machen, na? So, bis der allerdings dann wieder durch ist, vergehen Jahre. Nicht unbedingt Jahre allerdings. Ich möchte damit nur verdeutlichen, wie recht langsam es doch ist. Ja. Also im Großen und Ganzen, ja. Gibt es Vor- und Nachteile an jedem politischen System. Und das, müsst ihr sagen, kann man so unterschreiben. Diktatur ist, behaupte ich, jetzt mal, eins der schnellsten Systeme. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil keiner gefragt werden muss. Es läuft denn ja wirklich nur, hey, das Bankettessen war bei denen scheiße. Wisst ihr was? Wir machen mal ein bisschen Stimmung da. So. Wird nicht erst diskutiert, ja, aber können wir das denn machen? Ist das denn wirklich für alle so korrekt?